So, es ist Samstag, 11 Uhr. Tja, Dominik sitzt neben mir, unser Kenichi 92 aus dem Chat. Und wir holen gerade mal wieder unseren Torben ab. Das wird schon langsam ein Ritual. Ist doch bei mir nicht anders. Ja. Und ja, genau. Guck mal, wen wir da hinten wieder dabei haben. Diesmal sitzt auf der anderen Seite unser Torben. Oh mein Gott. Genau, heute sitzt du mal rechts. Ja, und Torben hat zu viel Geld. Er hat sich eine EOS gekauft. Sucker! Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Düsseldorf. Wir suchen uns noch den Weg, wie wir am besten jetzt da hinkommen, suchen uns einen Parkplatz und dann würde ich sagen, melden wir uns einfach gleich wieder live vor Ort. So, wir sind gerade in Düsseldorf angekommen. Mit unserem Dominik und unser Torben, der sich gerade am Anziehen ist. Tja, auf jeden Fall haben wir einen Parkplatz gekriegt. Schön groß, schön viel Platz. Kostet zwar eine scheiße Menge Geld, aber hey, es ist Düsseldorf. Alles klar. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und tschüss. So, wir sind immer noch live auf dem Japan-Tag. Und wie man sieht, es ist warm. Es ist voll. Nein, es ist nicht nur voll, es ist richtig voll. Und es ist super geil wieder mal hier. Oh ja. Und zum Glück warm, wie du sagtest. Gott sei Dank. Gerade haben wir uns den Arsch von der Stunde abgefriert. Abgefriert. Abgefroren. Hot Takes. Genau. Also, es war... Nein, es ist Gott sei Dank jetzt endlich ein bisschen wärmer. Guck mal, wir haben sogar Polizei-Cosplayer. Warte, 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 warte. Wo? Da. Sollen wir mal hingehen? Darf ich mal ein Foto haben? Ist ein geiles Kost. Ich glaube, die erschlagen dich. Ja, ich glaube auch. Hallo! Bin ich auf dem Japan-Tag, ich bin Nene und danke, dass ich aufs Foto, Video darf. Ja! Oh mein Gott, ich wurde erkannt! Yeah. Ich kann glücklich sterben. Du wurdest von Losty erkannt! Ja. Konfoto, du wurdest gefilmt. Kenn ich nicht. Apple War Pictures, was ist das? Kann man das essen? Ich habe noch nie ein einziges Apple War Video gesehen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist nicht Respekt! Das ist schlimm. So, wir sind wieder wie letztes Jahr am selben Platz angekommen, auf unserer schönen großen Spielwiese. An der Sonnenuhr und auch hier ist es mächtig mega voll. Nein, voll ist gar kein Ausdruck. Ich würde sagen, es ist sogar voller als letztes Jahr. Warte da! Bleib! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Die Welt geht unter! Hey! Danke, meine Fans! Du bist der einzige YouTuber, möchte ich mal sagen, der noch keine Waffe zu Hause hat. Ich auch nicht. Nicht eine? Hey! Schickt mir eure Briefe, schickt mir eure Waffen, schickt mir eure Bomben, ich nehme alles. Schenkt ihm am besten noch ein Leben, er hat keins. Habt Mitleid mit ihm. Ich meine, das Video wird ja auch gar nicht erst 8 Wochen später alles hoch. Bitch! Die wollen mich alle verarschen, die sind mich doch hier am Mobben! Das ist kein Mobbing, das ist Erlösung der Menschheit. Ja, nur weil du dich unterworfen hast. Richtig. So, ein kleines Zwischenresümee. Wir sind jetzt auf der, ja, wir haben es jetzt einmal hin und zurück geschafft, seit ungefähr 1 Uhr, haben wir es jetzt wirklich einmal vom Anfang bis zum Ende und wieder zurück geschafft. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, aber es ist 20 vor 6 höre ich gerade, also es ist richtig schön spät geworden. Und jetzt werden wir uns gleich noch einmal zurückbegeben, dann nochmal ein bisschen rumdackeln, aber unter einer Promenade, noch ein bisschen Videomaterial filmen, vielleicht noch ein paar schöne Fotos machen und irgendwann den Torben und die ganze Meute wieder einsammeln. Ne? Und dann gucken wir mal, was wir gleich noch vor die Linse kriegen. Bis gleich! Wir grüßen alle Beat-Den-Video-Hörer! Hey!
wir haben jetzt mittlerweile irgendwie gleich 9 Uhr, halb 10, weiß ich nicht, wir gucken gerade mal. Halb 10. Wir haben jetzt genau halb 10. Ich sehe schon immer verfilzter aus, aber es ist immer noch super, super geile Stimmung hier. Es wird aber langsam dunkel, es wird auch langsam immer kälter, wie man hier sehen kann. Wo ist er? Da ist er. Da friert sich schon jemand den Arsch ab. Und guckt mal, wen ich gefunden habe, unsere Anna. Ich habe deine Seele in der Kamera gefangen. Oh Gott, nee, das ist gar nicht. Doch, du kommst immer ein neues Video. Wir müssen dich doch auch mal vorstellen. Genau, die Anna, die immer Metal spielt. Die genau, Metal-Anna. Auf jeden Fall. Volles Programm, Rock, Metal, pur. Auf. Das immer, wenn sie Zeit hat und keine Antwort. Genau. Tiefer. Auf jeden Fall, wir gucken noch, was das Feuerwerk gleich noch hergibt. Und jetzt fangen wir noch ein bisschen an zu chillen. Vielleicht ergibt sich noch die eine oder andere Szene, die wir noch drehen können. Aber ich denke mal, wenn es jetzt langsam dunkel wird, dann wird die Kamera dann auch an ihre Grenzen kommen. Also, mal gucken, was wir so gleich sehen. Wo sehen wir uns das nächste Mal nochmal wieder? Utopia! Richtig! Und ihr leuchtet so geil, ihr leuchtet so geil. Es ist dunkel draußen, es ist richtig dunkel draußen. Wir machen uns unser eigenes Licht. Und es leuchtet alles hier. Kira! Ja! Hello Kitty! Hey. Und Hello Kitty! Lemon! Und du auch! Ja, klar, die lauf ich direkt in die Arme, das war so klar. Ja, normal! Also wie gesagt, ihr Lieben, ne? Wir hören uns, wir sehen uns. Ich bin raus und tschüss!